Es gibt sie in vielen verschiedenen Variationen und Geschmacksrichtungen. Säfte. Aber wie kommt jetzt eigentlich dieser Apfel hier rein? Genau das haben sich meine Kollegen Mario Pascal Geißler und Daniel Stehle in Lindau am Bodensee mal genauer angeschaut. Bereits früh morgens ist hier einiges los. Kein Wunder, wir sind mitten in der Apfelerntezeit. Vom Klein- bis zum Großbetrieb liefern Produzenten aus der Gegend ihre Erzeugnisse ab. Lothar Zentgraf weiß, wie wichtig der regionale Kontakt ist. Ja, bei uns liefern Großbetriebe, die große Mengen an Tafelobst anbauen und dann diese Qualitäten sortieren. Und was da jetzt übrig bleibt, das ist das sogenannte Mostobst. Das bekommen wir in großen Mengen von diesen Erzeugern. Aber auch der Kleingartenbesitzer hier am Bodensee regional, der hier seine 3 Apfelbäume im Garten hat, der liest die Äpfel auf und bringt sie uns in 3 Kisten im Kofferraum. Und wir freuen uns über jede Anliefermenge. In der Hauptsaison geht das rund um die Uhr so. In 24 Stunden werden hier bis zu 1000 Tonnen Äpfel verarbeitet. Das sind ungefähr 40 Lkw-Ladungen voll. Damit die große Menge beim Transport keinen Schaden davonträgt, werden die Äpfel mit Wasserkraft eine Ebene nach unten gespült, wo sie nach dieser Vor- auch ihre Hauptwäsche bekommen. Einen Stock höher sortieren Mitarbeiter die faulen und kaputten Äpfel aus. Dann geht's weiter zum Zerkleinern. Heraus kommt dieses grobe Mus, die sogenannte Apfelmeische. Die Maische wird in große Pressen gepumpt. Herr Zentgraf erklärt uns, wie sie funktionieren. Hier wird in Leitungen diese Apfelmaische in die Presse hineingepumpt und die Presse beginnt dann sofort und drückt auf diese Apfelmaische und durch diesen Druck können wir hier den Apfelsaft hinten und vorne in der Saftkammer abfangen. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess, dass immer noch Apfelmaische reinläuft und die Presse beginnt schon diesen Presszyklus und presst da den Apfelsaft raus. Der Saft aus den Pressen wird laufend Kontrollen unterzogen. Dazu gehört einfach, dass wir in der Produktion Proben nehmen und nach der Qualität schauen, dass unsere Spezifikationen eingehalten werden, Hygienekontrollen durchzuführen. Damit der Saft nicht schlecht wird, muss er pasteurisiert, also erhitzt werden. Ein Teil wird dann gefiltert, der Rest bleibt naturtrüb. Gigantische Tanks stehen für die Lagerung bereit. Hier wird der Saft gekühlt, bis er dann schließlich in die Flaschen kommt. Fehlt nur noch das passende Etikett und fertig ist der Apfelsaft. Für diesen reibungslosen Ablauf braucht es Erfahrung. Natürlich, wenn man viele Jahre wie ich hier dabei ist, dann riecht man und hört man schon, ob alles gut läuft. Wenn es angebrannt riecht, dann weiß ich, die Trästertrocknung, die läuft. Wenn die Füllanlage läuft, dann rieche ich, ob es ein Apfelsaft ist oder ein Orangensaft, weil doch durch die Erhitzung der Säfte etwas Aroma in der Luft dann ist und dann kann man einfach hier mithören, mitriechen und mitschmecken. Die gesamte Produktion dauert circa 2 Stunden, vom kleinen Apfel bis zum fertigen Direktsaft.